Ihr habt hier meinen Traumladepark geschaffen. Das ist auch wieder so ein Ladepunkt. Ey. Nicht nur, dass man entgegengesetzt der Fahrtrichtung einparken muss, wenn man den Ladeport hinten links hat, ansonsten die Kabel halt einfach nicht reichen oder du halt hier vorne irgendwo manche LKWs wenden darfst und dann stellst du dich dann an den hinteren. Aber man einfach mal ein kleines Dach drüber zu machen. Hier ist nichts. Hier ist kein Mülleimer. Dafür muss ich die Straße überqueren zwischen den LKWs. Hier ist Wiese. Direkt neben mir fahren die Autos. Da ist mal ein Burger King. Aber du hast nichts, was das Laden angenehm macht. Und selbst wenn das Wetter schön genug ist, dann hast du hier so einen vereinzelten HPC-Charger, der nicht mal ausgeschildert ist. Ja? Und nirgendwo auf diesem ganzen Rastplatz, außer außen auf der Autobahn, auch nur ein Hinweis ist, wo du das Ding findest. Aber hier ist zum Beispiel auch nichts, außer das Van der Valk Hotel. Und es ist ja nicht mal hier, sondern ich muss jetzt bis da rüber laufen. Wenn ich auch nur, keine Ahnung, meinen Müll loswerden möchte oder wenn ich einen Kaffee haben möchte oder so. Dann ist immer die Frage, macht man das wirklich? Also machen das Leute, wenn die Ladegeschwindigkeiten immer schneller werden und die Ladepausen eigentlich immer kürzer? Und ich glaube, das hat irgendwas mit dem Anwohner zu tun, aber ist mir halt ein Rätsel, warum hier zum Beispiel kein Dach drüber ist. Dann stehst du hier im Zweifel im Regen und ja, super. Da stehst du dann da mit deinem Talent. So, und deshalb bin ich jetzt hier bei Dr. Hoffmann in der Karl-von-Bach-Straße. Ist das richtig, Klaus? Ja, Karl-von-Bach-Straße 8a. In Chemnitz. So, und den Ladepark, den habt ihr ja sicherlich schon, der ein oder andere von euch, in ein paar anderen YouTube-Videos gesehen. Da waren ja schon einige hier. Und da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin. Denn nachdem ich diesen Ladepark gesehen habe auf YouTube, habe ich mir gedacht, die musst du mal anschreiben. Und da musst du jetzt mal gucken, warum macht man das? Wer steckt dahinter? Wer ist das? Was ist die Intention dahinter? Weil, ganz im Ernst, ihr habt hier meinen Traumladepark geschaffen. Also ist hier irgendwie noch ein Grundstück frei, dann ziehe ich hier daneben ein. Ja, das können wir einrichten. Wir haben ja 2018 die ersten Ladesäulen errichtet. Da gab es natürlich schon die Überdachung und die PV-Anlage, aber da gab es noch keinen Container, wo man Kaffee und Getränke bekommen kann und leckeres Eis. Und die Toilette stand schon da, aber das waren so die Anfänge. Und wir haben versucht, dann im Laufe der Zeit uns immer noch ein bisschen mehr zu gönnen für alle, die hierher kommen und Freude dran haben. Es spielt natürlich eine große Rolle, dass viele herkommen. Wir haben so eine kleine Tafel, wo man so kleine Infos geben kann. Gefällt mir nicht. Und ja, da kriegt man natürlich auch Anregungen. Wir versuchen immer noch ein bisschen eins draufzusetzen, dass das Spaß dran ist und Freude dran ist. Ja. Von den schönsten Ladeparken Sachsen bis zu Europa ist alles dabei. Aber wir sind ja da eher bescheiden. Wir kommen hier aus doch bescheideneren Regionen. Und da sagen wir, okay, wir freuen uns, wenn wir hier den Leuten noch was bieten können. Und Laden... Ich fahre seit 2016 elektrisch und ja, man trifft da viele Dinge, wo man sagt, okay, das könntest du dir schöner vorstellen. Irgendwann haben wir gesagt, gut, okay, wir wollen unseren eigenen Ladepark. Ist was Schönes. Wir bauen seit 1994 bauen wir regenerative Energieanlagen. Wir haben mit Wasserkraft angefangen, haben dann Wind dazugenommen. Kleinwind ist für Deutschland nicht ganz so das Thema, im Ausland schon eher.
Ja, und dann irgendwann haben wir dann Straf-PV gemacht, 2009, 2010, 2011, die wilden Jahre in der PV, wo viel gebaut wurde. Und 2016 sind wir in ein Projekt reingekommen, nannte sich Winner. Dort ging es um Wohnungswirtschaft, da ging es um Elektromobilität, um regenerative Energieanlagen. Wir waren der Part, der das planen durfte, der das bauen durfte, der das betreiben durfte. Und da konnten wir uns schon ein bisschen auslassen. Und 2016 meine erste Begegnung mit Ladeinfrastruktur. Ja, das war wie bei vielen anderen auch, sehr naiv. Ich stelle eine Ladesäule hin und wunderbar und alle freuen sich. So ist das leider nicht. Nur hinstellen die Ladesäule, da freut sich noch niemand. Es ist ja auch in den letzten Jahren immer komplizierter geworden. Sagen wir mal, vom Backend angefangen, ohne dem man keine öffentliche Ladestation betreiben kann, bis hin, dass man Ladekarten zur Verfügung stellen muss. Man sollte eine App haben, dass es besser funktioniert. Und man muss eben ein paar Dinge bringen. Es gibt mehr Ladestationen zunehmend, es gibt natürlich mehr Autos, das muss man auch sagen. Also man hat immer gehofft, die letzten Jahre, okay, jetzt kommt das Jahr, wo ganz viele Autos kommen. Das war dann 2018 nicht der Fall, 2019 nicht der Fall. 2020 wurde es dann etwas mehr, aber ich denke, dieses Jahr 2021 sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt kommen wirklich mehr Autos. Und Chemnitz steht da relativ gut da. Ich habe in einer Zeit Online-Statistik gesehen, dass wir 6 Fahrzeuge pro Ladepunkt haben. Das ist also deutlich unter dem, was in anderen Städten möglich ist oder in der ländlichen Region. Und trotzdem, wir liegen hier nahe der Autobahn. Das heißt, wir haben viele Durchreisende, wir haben sehr viele Roaming-Ladevorgänge hier mit, kann man schon sagen, europaweit, was hier vorbeikommt, bis hin zum Reisebus, der letzte Woche da war, also ein richtiger schöner Scania-Elektrobus. Das war natürlich auch für mich eine Premiere, dass hier ein Bus lädt. So ganz einfach, ja, ist denn da eine Bushaltestelle? Ja, okay, da gibt es auch eine Ladestation für den Bus. das war schon sehr erhebend. Ansonsten sind wir hier in der Nähe von VW, von BMW, von Audi, Forschungszentrum. Da sieht man natürlich auch die ganzen 9 Fahrzeuge, die hier getarnt kommen, tagsüber, nachts, mit Hänger, ohne Hänger. Das ist schon recht spaßig, einschließlich Plane. Also wir hatten auch schon ein Fahrzeug, was mit Plane hier geladen hat, dass ja niemand sieht, wer da dahinter steckt. Okay. Das ist schon spannend, wenn man dann die Fahrzeuge dann umgetarnt sieht, sind sie nicht mehr ganz so spektakulär, aber trotzdem schön. Und das macht schon Spaß. Ist das? Du hast gerade gesagt, ihr habt 94 angefangen mit erneuerbaren Energien. Ja. Das heißt, ihr seid ein Privatunternehmen, die hauptsächlich in Windkraft und in PV machen. Wasserkraft war das Schwerpunkt. Wasserkraft, Anfang, okay. Ja, das machen wir jetzt leider nicht mehr so viel. Ja, die Leute sind älter geworden. Wasserkraft ist eine sehr spezielle Sache. Es ist in Deutschland auch dahingehend schwierig. Es wird kaum was Neues gebaut. Das betrifft alles alte Anlagen, die automatisiert wurden. Ich sage mal so scherzhaft, wo früher 3 Monteure für ein Kraftwerk zuständig waren, ist jetzt einer für 8 zuständig. Mhm. Und es muss trotzdem funktionieren. Das ist also voll automatisiert. Jeder Wasserstand wird im Zentimeterbereich geregelt. Da ist das schon ziemlich viel ausgelutscht. Und da ist weniger Maschinenbau, jetzt mehr Elektronik, Steuerungstechnik. Unser Schwerpunkt ist eigentlich Maschinenbau, orientierter Maschinenbau an Energieanlagen. Und so ist man dann halt reingewachsen. Wir kommen also aus der Maschinenbaustrecke, deswegen bauen wir gerne sowas, deswegen bauen wir Container, auch dieser Container hier, vor dem wir sitzen, ist quasi unter eigenen Firma entstanden. Und auch die Überdachung, die wir hier sehen, dann und die PV-Anlagen, das ist alles selbst gebaut und selbst konstruiert. Und da hat man Spaß damit. Und damit das mit Leben erweckt wird, gibt es halt Ladesäulen. Und da kommen Leute her und können sich dran erfreuen und können sagen, gut, okay, das wurde uns auch gefallen. Also wir haben schon Nachfragen, können wir uns dann nicht mal in die Statik teilen von der Überdachung oder können wir die liefern oder können wir so einen Container bauen für uns. Also wir bauen auch für andere Container und auch für traurige Anlässe, auch für Indien haben wir jetzt Anfragen bezüglich Sauerstofferzeugung in Containern. Also auch solche Dinge kommen zu uns, aber hier geht es um Ladeinfrastruktur und das wollen wir natürlich gerne mitgestalten und ausbauen und werden eigentlich mehr durch Entscheidungen geprägt, politischer Natur oder regionaler Struktur, weil wir also eher immer gesagt kriegen, was wir nicht machen sollen. Und es wird immer viel berichtet, was gemacht wird, aber im Endeffekt wird viel geredet und wenig gemacht. Jetzt ist ja, jetzt sagst du, Maschinenbau ist das, wo ihr eigentlich herkommt. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, 2016 hat es vielleicht noch gereicht, wenn du die Ladestation hingestellt hast.
ist ja alles immer komplizierter geworden. Das heißt, immer mehr Roaming-Partner sicherlich, damit die Leute verlangen einfach, dass ich mit jeder Ladekarte dort laden kann. Ad-hoc-Laden ist dazugekommen, bestimmte Voraussetzungen. Dann ist die Anspruchshaltung der Kunden natürlich auch immer größer, immer mehr Leistung wahrscheinlich. Das ist ja schon eine Herausforderung an sich. Wie kommt man denn jetzt als jemand, der aus dem Maschinenbau kommt, dann auf die Idee zu sagen, ja, pass mal auf, da muss ein Staubsauger an die Ladestation, da müssen Mülleimer hin, da muss ein Kaffee, ich muss ein Kaffee dort bekommen, ein Eis, Schokoriegel, da muss PV oben aufs Dach, ich muss mein Auto aussaugen können, habe ich Sauger schon gesagt, ja, also Luft, alles sowas. Also ihr habt ja hier wirklich einen Traumladepark sozusagen geschaffen. Ist es aus dem eigenen Erlebnis heraus entstanden, weil du sagst, du bist seit 2017, 16, 16 elektrisch unterwegs? Ja, ich meine, man hat einen der eigenen Wünsche, was man sich vorstellen könnte. Ja, nun sind wir natürlich sehr kreativ unterwegs, also schon viele, viele Jahre, wo wir uns immer was einfallen lassen müssen und dann denkt man darüber nach, was können wir denn tun? Ja, und also wo ich den ersten Staubsauger dann hingehangen habe, ist immer noch der erste, der da ist, da wurde mir prophezeit, also nach 3 Wochen ist er nicht mehr da. Also die Leute sind ja sehr einnehmend, die nehmen dankbar viele Dinge an, aber erstaunlicherweise, das Teil ist immer noch da und ich freue mich und es funktioniert auch und wird auch von den Nutzenden auch mit sauber gemacht. Wir haben natürlich auch jemanden, der uns damit unterstützt, dass so alles ordentlich ist. Das ist also ein Anspruch. Ich kann nur Dinge bereitstellen, die ich auch erhalte. Das sollte also jetzt unterschätzt werden. Auch so ein Container muss sauber gemacht werden. Die Kaffeemaschine muss immer schön sauber gehalten werden. Ich möchte keinen Kaffee trinken, wo dann die Milch schon leichte Flocken schlägt oder wo man sieht, das ist unsauber. Das macht dann einfach keinen Spaß. Und das ist so das, was gesehen wird. Und wenn die Kunden damit zufrieden sind und mir kleine Zettel schreiben, das finde ich gut und das finde ich gut, man könnte vielleicht noch das und das tun. Also es gibt auch neue Ideen. Ja. Und wir versuchen natürlich so ein bisschen ein Familienprogramm zu formen. Also ich habe es in Frankreich vor vielen, vielen Jahren mal gesehen, dass an jedem Rastplatz war ein Spielplatz. Fand ich faszinierend, waren meine Kinder noch kleiner. Jetzt sind sie raus, jetzt wohnen sie in Berlin, in der Hauptstadt und freuen sich. Und dort ist das natürlich anders. Aber hier ist es halt so, es kommen viele, gerade Elektroautofahrer, in Familien mit Kindern. Wir haben hier eine kleine Spielecke, wir haben ein paar kleine Bücher für Kinder. Da konnte ich davon zehren, dass ich meine Wohnung ausräumen musste, weil wir umgezogen sind. Da gab es viele Kinderbücher, es gab auch noch Spielzeug, viel zu schade zum Wegwerfen. Und das können natürlich die Kinder hier nutzen. Und also ich hatte mal so ein Schlüsselerlebnis, ich kam hier oben rein, die Eltern saßen da, tranken Kaffee, die Kinder rutschten über den Fußboden und spielten mit den Bauklötzern und mit den Büchern. Das war so der schönste Moment an sich. Also hat man erstmal da alles richtig gemacht. Und ich esse gern selber Eis, das ist natürlich ein Grund. Ja, ich trinke gerne Kaffee, ich trinke gern guten Kaffee und nicht irgendwelchen. Deswegen gibt es bei uns frische Milch dazu und es gibt ordentliche Kaffees und Schokolade. Das ist schon so ein Anspruch. Ja. Also wenn Kaffee, muss er schmecken. Ja. Wenn Toilette, dann sauber. Und wenn Aufenthaltsraum, dann möchte ich mich auch wohlfühlen. Ne. Und das funktioniert. Also erstaunlich, wir haben eine Kasse des Vertrauens jetzt hier. Ich war immer mal gefragt, warum macht er jetzt nicht PayPal oder Kreditkarte? Da sind wir natürlich ganz schnell dabei gewesen, haben das versucht zu machen. Wer möchte jetzt für einen Kaffee, der 2,50 kostet, dann gerne 2,90 zahlen, nur wegen der Zahlmethode? Also das ist so, wenn ich ein Getränk kaufe, ist ein Zahlvorgang immer mit relativ hohen Kosten verbunden. Und ich habe habe keine Möglichkeit oder gar keine Lust, jetzt hier jemand reinzusetzen, der hier irgendwas abkassiert. Das sind kein Kaffee, wo was serviert wird, das ist eine gute Stube. Dort kann ich reinkommen, dort kann ich mir meinen Kaffee rauslassen. Ich bezahle den, wenn es geht. Wäre schön, würde ich mich freuen. Und habe da Freude dran. Und die Menschen sind viel ehrlicher, als das vermutet wird. Und die sind ja viel ordentlicher und sauberer, als vermutet wird. Es gibt immer Ausnahmen, aber man darf sich immer nicht hinstellen, aber wenn ich das jetzt hinstelle, ist das morgen weg. Mhm. Ja, also klar gibt es auch solche und auch die Erlebnisse hat man. Und auch an der Ladesäule hatten wir schon Schaden, dass da Vandalismus war. Aber je mehr Leute da sind, desto mehr ist Publikumsverkehr bis in die Nacht. Und damit das mit dem mehr Traffic kommt und mehr Sicherheit. Ja, und genau, weil wenn man das Gefühl hat, da guckt mir jemand über die Schulter, dann mache ich keinen Blödsinn. Ja, genau, ja. Wenn hier niemand da ist in irgendeiner Ecke, dann würde ich das vielleicht auch als sehr unsicher sehen, dass ich sowas mache. Also das ist schon, also ganz halsbrecherisch sind wir ja nicht. Wir investieren gerne in Dinge, die uns Spaß machen und die auch den Kunden Spaß machen. Aber es muss
ein bisschen gewissen Vernunft muss natürlich sein. Ja? Dass sich das jetzt nicht in irgendwelcher mittelfristiger Zeit amortisiert, ist klar. Aber ich meine, ich habe, das ist mein Spaß an der Arbeit und das ist natürlich das, was man mir vielleicht anmerkt. Jetzt fängt es an zu regnen. Leider fängt es an zu regnen. Terrasse nicht überdacht, vielleicht müssen wir da doch reingehen. Ich hätte nämlich noch eine Frage. Und zwar, du hast jetzt nämlich entscheidende Stichpunkte wieder genannt. Und zwar hast du ja gesagt, ihr habt hier jemanden, der sich darum kümmert, dass die Toilette sauber ist und so eine Sachen. Wir haben in vielen unserer Sendungen bei uns immer wieder darauf hingewiesen, dass Ladestationen sind, so wie wir sie uns wünschen. Also wenigstens einen Mülleimer sollten sie haben und ein Dach drüber haben. Wenn dann natürlich noch Luft und ein Sauger und eine Toilette dazukommt, dann ist das ja schon die oberste Liga. Ihr habt jetzt hier oben quasi noch einen Aufenthaltsbereich mit einer Spielecke, mit Eis, mit Kaffee, also eine Kasse des Vertrauens. Das ist ja schon nicht mehr eine Stufe höher, das ist ja schon eine ganz andere Liga. Ja? Rechnet sich das für euch überhaupt noch? Weil wir haben ganz oft in den Kommentaren gelesen bei uns, ja, ich möchte sowas alles nicht, weil das schlägt sich dann auf den Ladepreis nieder. Und das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wie bildet sich das bei euch ab? Ja, da muss ich vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Ich meine, die Grüne Säule betreibt ja mehrere Stationen in Chemnitz. Alle nicht so komfortabel wie hier, aber auch ordentlich, mit ordentlicher Beleuchtung, mit ordentlichen Ladepunkten. Wir betreiben die schnellsten Ladepunkte in Chemnitz. Also hier haben wir ja ein kombiniertes System von ABB bis 350 kW. Wir haben aber eine 175 kW Säule noch und viele Schnelllader. Im Gegensatz zu anderen Anbietern in Chemnitz, da überwiegend Normallader betreibt. Wir betreiben überwiegend Schnelllader. Einfach deswegen, wir sind öffentlich orientiert, wir sind hier in der Nähe von der Autobahn. Chemnitz ist ja zugtechnisch überhaupt nicht besonders erschlossen, aber autobahnmäßig und straßenmäßig doch ganz gut. Und deswegen ist das für uns ein Vorteil. Wir sind hier 2 Minuten von der Autobahn A4 weg und A72. Das heißt also, wir sind hier im Kreuz der 2 Autobahnen, die Richtung Osten, Westen, Norden, Süden gehen. Da kommen auch viele vorbei, viele auch so internationale Kunden. Und wir haben einen Preis, egal ob ich jetzt hier schnell lade, ob ich in der Stadt schnell lade. Wir haben in Magdeburg jetzt noch einen Standort, in Berlin weiten das auch aus. Dort sind es natürlich eher kleinere Ladepunkte, aber auch hier wollen wir größere machen. Wir haben einen Autohändler, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten, der auch eine große Station betreibt in Chemnitz und jetzt noch eine weitere in Krimmitschau bekommen. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, okay, grüne Säule, ein Preis, es gibt eine App, es gibt eine Ladekarte von uns. Und die besonderen Dinge, die es ergibt, das ist halt das Gadget hier an diesem Standort. Der Container, den wir hier gebaut haben, mit viel Aufwand, der wird sich nicht so schnell amortisieren. Aber ich sag mal, der Kaffee muss sich über den Kaffeepreis amortisieren. Wir haben hier keine Tankstellenpreise, aber wir können sie nicht verschenken. Ja, es gibt immer eine Meinung, es ist ein Kaffeegetränk mit schönen Kaffee, was uns schmeckt, 2,50 Euro zu teuer, das ist nicht zu teuer, wir ziehen noch die Umsatzsteuer ab. Dann weiß man, was dann übrig bleibt. Aus diesen Erträgen wird quasi das Ganze finanziert, also irgendwie zumindest die Erhaltung finanziert, eine Refinanzierung, da bin ich mal noch weit davon entfernt. Wir haben jetzt hier mehrere Schnellladesäulen, eine Normalladesäule für Kunden aus dem Gewerbegebiet, die sich da gerne mal ein bisschen länger hinstellen. Aber das Ziel ist hier noch 2 Schnelllader hinzustellen, damit einfach auch mehr Möglichkeiten da sind. Also die Erfahrung zeigt, egal wie schnell das Auto lädt, das muss an den HPC-Lader gegangen werden und nicht an den 50 kW-Lader. Deswegen heißt das, dass wir noch 2 HPC-Lader hier herstellen. Und wir hätten das gerne schon gemacht. Wir sind aus 2 Förderrunden rausgefallen wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit. Das sind wir wieder beim Thema Wirtschaftlichkeit. Also wir haben es schon billiger angeboten als die Maximalförderung. Auch das hat nicht gereicht. Welche Gründe dazu geführt haben, wissen wir nicht. Wir hoffen auf den nächsten Aufruf. Ansonsten müssen wir es dann doch irgendwann mal selber machen. Wenn hier 3 Fahrzeuge stehen an den Schnellladepunkten, an den HPC-Lader, dann warten nur ganz wenige die Viertelstunde ab, bis der dann wieder frei ist. Dann fahren sie eben weiter. Die haben natürlich hier in der Nähe keinen HPC-Lader, aber sie ist der Mensch und er möchte wie an einer normalen Tankstelle, wir sind ja nur keine Tankstelle, aber wer da warten muss, das müssen die Leute erstmal begreifen. Das ist also nicht überall HPC-Lader und Überfluss gibt. Das wird dann also auch mal sein, ich muss mal warten. Die Möglichkeit gibt es hier, es gibt quasi immer noch eine Warteposition. Und wie gesagt, der Kaffee macht das Laden nicht teuer, die Luft macht das Laden nicht teuer, der Staubsauger auch nicht. Aber es macht es angenehmer
Und wir merken das deutlich, dass die Zahl der Ladenden zunehmend höher steigt. Und wenn die Freude dran haben, haben wir auch Freude. Wir erzeugen unseren Strom überwiegend selbst und alles, was wir nicht selbst erzeugen, das kaufen wir als Grünstrom zu. Und also man sollte dann da ein gutes Gefühl haben. Also ich habe hier auf jeden Fall ein gutes Gefühl, hier zu laden. Ioniq ist jetzt, glaube ich, inzwischen schon voll, denke ich mal. Und also Kaffee schmeckt auch, kann ich nur empfehlen. Ich kann dir nur danken, Klaus, für dieses Engagement, was du hier aufgebaut hast. Wirklich Hammer. Und du hast gesagt, was, ihr habt eine Säule in Berlin, wo steht die denn? Ja, das ist so eine halböffentliche, die steht in der Nähe vom Flughafen Tegel in einem Gewerbegebiet. Und ja, man findet sie, aber ja, okay. Die richtig guten finden die, aber der Kunde möchte jetzt eigentlich, dass wir das für ihn dann dort direkt lassen. Aber wir bauen auch gern für jeden anderen. Auch schöne Stationen wie die hier bauen wir auch gern in Berlin. Ja, also. Ja, gerne. Also ihr braucht quasi nur eine Fläche, oder was? Ja, also wir sind, sagen wir mal, jetzt nicht so vermessen als kleine Firma, dass wir sagen, wir kaufen jetzt Grundstück und stellen dort große Ladefläche hin. Mhm. Da fehlt uns natürlich der finanzielle Background, aber die Freude und das Wissen, was wir haben, das spiegelt sich schon wieder. Aber wenn jetzt so irgendwo deutschlandweit irgendjemand eine Fläche hat und sagt, ich könnte mir vorstellen, hier einen Ladepark hinzumachen, mir fehlt halt nur das Know-how. Da könntet ihr durchaus aushelfen. Also da können wir mit aushelfen, ob wir das dann immer alles manpowermäßig hinkriegen. Aber wir sind dabei, das zu erweitern. Und ja, also es muss aber jemand sein, der dann nur vor Ort mit ist und sagt, gut, okay, ich könnte mir das so vorstellen. Mhm. Also wir bauen ja auch in Tiefgaragen größere Ladeeinheiten. Haben wir jetzt in Chemnitz drei Vorhaben parallel jetzt laufen. Also wo dann schon bis 20 Ladeplätze geht. Und also auch im nicht öffentlichen Bereich sind wir aktiv, aber im öffentlichen, dort ist eben alles gefordert, was wir hier haben. Noch eine Frage, eine letzte Frage, das habe ich immer so von meinem Kanalpartner Julian. Ich sage immer schon, das ist die letzte Frage und dann kommt noch eine Frage. Kennen wir Orlando, ja. Ich habe da immer noch eine Frage. Ihr habt jetzt hier zwei HBC-Lader, ein 50 kW und da hinten 2x22 kW. Ja. Können die alle gleichzeitig Maximallast laufen oder ist hier ein Lastmanagement hinter? Weil wir haben ja so ein paar Nerds, die dazu gucken, die fragen dann immer und dann muss ich mal kapitulieren und sagen, oh, habe ich vergessen zu fragen. Das ist natürlich so, also ich möchte jetzt keine Ladestation hier runterregeln, weil noch ein Fahrzeug mehr kommt. Also der Anspruch ist, dass alle die Ladeleistungen bekommen, die das Fahrzeug auch abziehen kann. Wir haben natürlich im Hintergrund eine Überwachung der ganzen Anlage. Wir haben also ordentlich Messtechnik auch verbaut, schon aus Selbstschutz. Also die Fahrzeuge können halt mehr Leistung ziehen und wir wollen ja auch zukunftssicher sein. Aber wir wollen es nicht begrenzen. Ne? Bei uns gibt es schon von der ersten Stunde an alles nach KW und nicht nach Zeit oder nach Pauschalen. Und wir sind dabei, das netztechnisch auch so weiter auszubauen, dass wir also auch mit zwei neuen HBC-Ladern das entsprechend hier absichern können. Das ist also der oberste Anspruch, das ist mein Hobby. Ich habe schon als Kind mit Strom gespielt, weil Batterien waren mir zu teuer. Ja, also das ist so und auch die, alles, was wir besonders anbieten, funktioniert dann, wenn Ladestrom fließt. Das sind kleine Dinge, die man als kleiner Bastler, jeder kennt das, Schwellwertschalter, einfach sagen, gut, okay, Strom fließt, dann gibt es einen Freischaltkontakt und dann gibt es halt Luft und dann gibt es die Toilettentür und dann gibt es die Lungstür. Das wird alles darüber gesteuert und die Leistung, die da drüber fließt, die ist schon enorm. Also, wo wir angefangen haben, da haben wir in der Woche vielleicht so 100 kW hier verladen. Der höchste Punkt, was wir jetzt mal hatten, war 1,2 Megawatt an einem Tag. Das ist also jetzt nicht Ungewöhnliches. Und ja. Ist auf jeden Fall meine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, also dann kann ich nur sagen, danke, nochmal danke, Klaus. Und ja. Kommt einfach mal vorbei. Ich habe den Link von Going Electric, packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Karl von Bach Straße 8 in Chemnitz. Für die Älteren unter euch, Karl-Marx-Stadt. 2 Minuten von der Autobahn, Autoabfahrt Chemnitz Süd von der A72. Stadtauswärts und dann immer, unbedingt, da, immer unbedingt, der Sonne nach. Das sollte man sich unbedingt mal angeguckt haben. Und ich glaube vielleicht ist es auch ganz interessant, wenn man vielleicht mit der Familie in den Urlaub fährt und sagt, Man hat ja mittlerweile dann doch schon mehr Auswahl an Ladepunkten, dass ihr dann einfach eure Laderoute so plant, dass ihr sagt, ihr kommt hier vorbei. Ihr könnt das Kind eben auch in Ruhe spielen, ihr könnt ein Eis lecken und was weiß ich nicht,
Euer Partner kann das Auto in der Zwischenzeit aussaugen. Genau. So hat nämlich der Blauzahn gemacht. Der hat sich nämlich schön ein Eis gegönnt, während seine Frau das Auto ausgesaugt hat. Ja, und er schön am Film drehen. Schöne Grüße an dich, Daniel. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Und denkt dran, abonnieren ist obligatorisch, denn dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr, wenn es von uns mal wieder irgendwelche Neuigkeiten gibt oder wenn ich mal wieder mit irgendeinem Ladeanbieter oder Ladeparkbetreiber Kontakt aufnehme. Und ich bin ganz begeistert, wirklich. Also ich finde, solche Ladeparks, also gerade in Autobahnnähe und sowas, da wo man auf der Durchreise ist, da sollte es mehr davon geben. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn da noch Fragen sind, dann schreibt sie auch rein. Ich gebe die gerne an Klaus weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. War mir eine Freude. Ciao.